einen Tropfen probieren? Ja, natürlich. Nimm dir einen Spieß, ein Brötchen. Das war jetzt ja. Ist okay. Ist angenehme Schärfe. Ja, doch. Das ist jetzt so, wie viele Chilischoten da drin? Piri Piri vor Augen hast, das sind ja so kleine Würstchen. Von denen sind es wahrscheinlich 5000. Wow. Aber, 5000? Oh, hier gibt es auch wieder was zu essen. Rinder mit? Da ist ganz floral und kräutig. Nein, nein, halt insgesamt. Ah ja, deswegen. 5000. Und der aber Ansatz, so in der Flasche? Raus, glaube ich, bis 100 Stück geworden, weil das ist wirklich, du hast eine riesige Apparatur, extrahierst das. Deshalb ist es so wahnsinnig teuer. Aber ich glaube, es ist auch so ein Marketing-Spruch dann, so weißt du, der ja, schon, aus recht, 100 Biri Biri mäßig. Ich notiere mir das gleich, weil das ist echt voll gut. Ich will Prozent haben, ja, wenn es heute. Ja. Ihr habt gesehen, ihr habt auf Kamera. Ja? Mundig. Was geht ab, meine kleinen Schleckermäulchen? Wir sind hier heute in Berlin auf der Veginale. Das ist eine kleine Messe zum Thema Veganismus und Vegetarismus. Wir haben natürlich viel Hunger mitgebracht. Wir wollen uns heute hier mal durch die ganzen Stände schnabulieren. Leichte Röstaromen liegen in der Luft, eine leichte Kaffeenote liegt in der Luft. Ich habe noch nichts gefrühstückt, habe mega Hunger mitgebracht. Wir checken jetzt mal Bestand aus und schnabulieren uns mal durch das ganze Getümmel hier. Kommt mit! Berliner Gin unbedingt auschecken. Geiler Gin, macht Bock auf mehr. Deswegen gehen wir schnell weiter, weil sonst bleibe ich hier noch den ganzen Tag bei dir stehen und trinke einen nacheinander. Hast du Interesse, einen Proteinshake oder einen Proteinriegel zu probieren? Ja, ich habe gerade Gin getrunken. Da kommt so ein Proteinriegel dahinterher. Ist auf jeden Fall. Dann sind die Gains gesaved auf jeden Fall. So, auf jeden Shake oder Riegel? Fangen wir mit dem Shake an. Hast du einen Becher schon in der Hand? So, was probiere ich jetzt? Karamell Popcorn. Das ist ja gefährlich. Da müsste jetzt eigentlich der Gin rein. So vom, kannst du nochmal nachschenken. Ja, okay. Also schmeckt wie so ein Milchshake, Karamell, Popcorn-Ding. Voll geil. Cool. Voll geil. Erzähl mal was dazu. Das ist jetzt ein. Ich bin jetzt nicht so die Sportskanone, wie man sieht. Aber jetzt so. Sieht man schon. Ja, ne? Wenn man jetzt so ein bisschen so einen auf Fitness machen will, dann. Auf jeden Fall. Vegan, das heißt ohne Tierleid. Okay. Vollständiges Aminosäurenprofil. Zuckerersatzstoffe drin? Süßungsmittel. Sucralose. Weiter geht's. Ich soll Kraft in mein Mikrobiom reinbringen. Ja. Was ist mein Mikrobiom? Ich bin da nicht so... Mikrobiom beschreibt allgemein die Gesamtheit der Mikroorganismen auf deiner Haut, im Darm etc. Da gibt es verschiedene Mikrobiome und wir kümmern uns ums Darmmikrobiom. Das ist wichtig. Sehr gut. Auf jeden Fall, man sagt ja immer, der Darm ist ja der Sitz der Gesundheit. Wenn sich mal eine Antibiotikakur gegeben hat oder musste wegen einer Krankheit, dann sind ja so eine darmaufbauenden Sachen immer ganz gut. Und dann kannst du gerne auch, wenn du kannst hier komplett einmal die ganze Palette mitnehmen. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir einen Cookie, nicht Bio. Ne, das ist okay. Süßungsmittel und so. Nicht Bio. Kamera aus. Was ist so besonders an euren Produkten? Wir nutzen die junge Kokosnuss, das heißt das Fleisch und das Wasser. Wir setzen das mit speziellen Probiotika. Okay. Davon sind Joghurtkulturen für den Geschmack. Und der größte Teil sind Darmbakterien. Und das fermentieren wir. Es gibt also nur die zwei Zutaten, Kokosnuss und Bakterien. Also Cookie. Genau, ein Cookie mit Schokofüllung. Ja, ein bisschen trocken. Das ist ein bisschen so, der saugt mir gerade so die Spucke aus dem Mund. Oh. Das, okay, nicht meins? Probieren wir mal Mango. Das ist mit Sauerkirsch, genau. Also, es ist kein Alkohol. Wir waren jetzt hier schon, wenn du einmal hier einen halben Rundgang machst, dann bist du ja schon was angetrunken. Echt so viel? Überall gibt es Likör und Gin und hast du nicht gesehen. Eierlikör ist eh nicht so mein Ding. Meine Schwiegermutter würde jetzt voll drauf abgehen. Das sind sogar Schnapsgläser, die habe ich erst mal bestellt, weil die eine passende Größe haben. Ja. Das ist jetzt ein alkoholfreier Sekt, ja? Sehr gut. Da müsst ihr noch mal ein bisschen... Pass mal auf, probier mal unseren Butterkuchen. Guck mal, jetzt holst du so unten aus der geheimen Schublade so die Sachen aus. Wenn die Dinger nicht ziehen, dann musst du erst mal die richtigen Geschütze aufwarmen. Hm? Sehr gut. Gefällt mir. Also, der und der... Der ist es. Die sind gut, würde ich kaufen sogar. Dann stoßen wir mal an. Hier, zum Wohl. Auf euch. Wer seid ihr denn überhaupt? Wir sind Chocolate in a Bottle. Bei uns reift die Kakaobohne mit dem Sekt mit. Schmeckt nach Schokolade. Oh, Höhle der Löwen hier. Die haben die Höhlen. Die haben die Höhlen. Die haben die Löwen bezwungen. Geil. Das waren kleine Kätzchen bei uns. Ja, sehr gut. Habt ihr die gekrault? Ja. Und läuft das seitdem? Oder ist das ja, nur so ein. Voll. Sehr gut. Okay, jetzt doch mit Alkohol, bitte. Jetzt doch mit Alkohol? Ja, ja.
Ob das jetzt nur hier so eine Brause war oder ob das jetzt wirklich ein richtiger Sekt ist. Wir sind gerade am Wachsen, also uns gibt es jetzt in fast einen Dance-Bio-Laden bei der Bio-Company. Kennt man, ja. Sehr geil. Rewe. Ich glaube, das Nougat-Ding lächelt mich schon auch so ein bisschen an. Auch, Nougat testen wir jetzt mal. Ja. Oh, der ist noch zu hart. Da kommt echt die Schokolade am Ende. Es ist voll ein spannendes Erlebnis. Also es schmeckt am Anfang wie ein Sekt, prickelt auch so und am Ende wird es dann irgendwie so ja, wie ein Kakao. So. Wir spielen damit, dass man über die Nase Schokolade riecht, aber dann richtig fruchtig frischen Chardonnay trinkt und dann eben wieder über die Nase die Schokolade macht. Nein, aber euer Applaus. Danke, danke, danke. Aber geschmacklich sehr gut. Geschmacklich, Und Nougat ist mein Ding so. Ich mag eh so Walnusseis und so, weißt du, so ein Nusseis und es erinnert mich schon ein bisschen an so ein Nusseis, deswegen sehr geil. Es ist, wir empfehlen immer so 5 bis 10 Minuten antauen zu lassen, weil halt nichts zugesetzt ist. Okay. Dann schmeckt es intensiver, aber das ist auf so einer Messe schwer. Aber es ist lecker. Schmeckt's. Du musst also wirklich noch, die müssen noch ein bisschen antauen. Ja, genau. Wir sind ja Nice-Tarts, keine Eis-Tarts, aber als Eis-Tarts geht's auch durch. Danke dir. Viel Erfolg weiterhin. Danke euch. Sehr gut. Schönen Tag. Ebenso. Was isst du gerade? Hier ist mein veganer Döner-Wrap. Geil. Ist der Hammer. Ist der Hammer? Hast du hier vorne geholt? Ja, hier vorne gleich. Das ist veganer Döner aus Seitan. Kannst du probieren. Ich esse gerne Döner. Der schafft es nicht, oder? Seid mal ehrlich, schmeckt er euch gut? Komm mal nachher mal rum. Dann kriegst du von mir den Vortrag mit Zwiebelgeruch. Den habe ich jetzt ja schon. Den Vortrag mit Zwiebelgeruch habe ich jetzt schon bekommen. Ich danke dir auf jeden Fall. Also das ist Kartoffelstampf. Hier haben wir eine Shiitake-Bratensoße oben drüber, Schmorzwiebeln. Das ist ein Linsen-Koriandersalat, Erbsen-Guacamole, Flower Sprouts. Und darunter ist noch ein Möhren-Rote-Beete-Slaw und Postelein, so ein milder Wintersalat. Geil. So, wir testen jetzt hier diese leckere Bowl von unserem Unioner Brä. Bin echt mal gespannt, sie sieht wirklich sehr appetitlich aus. Fangen wir mal mit diesem Kartoffelstampf an mit Shiitake-Soße. Kann was? Kann was? Jetzt der Rohkohl hier. Bei Rotkohl bin ich immer so, kommt immer so Weihnachtsfeeling hoch. Wenn der so ein bisschen, man denkt ja gleich kommt noch so Klöße und Gänsebraten dazu. Der geht klar. Ist auf jeden Fall nicht weihnachtlich. Linsen. Die Linsen sind bis jetzt das Beste hier dran. Wirklich. Berliner Linsen, hat er gesagt. Jetzt dieses komische saisonale Kraut, was ein Mix aus Grünkohl und Rosenkohl sein soll. Hab den Namen schon wieder vergessen. Flower Sprouts. Flower Sprouts. Ja. Irgendwas mit Flower. Schmeckt gut. Kann man nicht sagen. Und diese grüne Soße, das war irgendwas mit Erbsen. Ah, warte mal. Irgend so ein Erbsending. Erbsen kommt auch geil. Und jetzt hier diese, was war das, rote? Rote Beete war das, stimmt. Solider Snack, auf jeden Fall, kann man sich geben. Genau wegen sowas bin ich hergekommen. Ich wollte halt mal dieses 0815 Essen haben, was man so kennt. Sondern einfach mal irgendwas Neues ausprobieren und das hier saisonal, regional. Ist nice. Frisch, knackig, lecker. Mal ganz andere Aromen. Isst man nicht alle Tage. Was habt ihr denn so Authentisches aus dem Glas? Wir haben jetzt 3 vegane Varianten mitgebracht. Das ist ein Bananen-Thai-Curry. Okay. Dann haben wir einen Tikka Masala und einen Creamy Thai. Und das Konzept ist immer Soße plus Biss-Komponente. Okay. Das heißt, Bits and Bytes kombiniert immer schon im Glas die Soße plus halt einen großen Biss. Bei unseren veganen Produkten sind es die Proteine, sind Soja-Chunks. Okay. In unterschiedlichen Größen. Also wirklich richtige Stückigkeit und kein... Genug geredet, wir probieren die ganze Sache mal. Ja, perfekt. So, jetzt haben wir hier mal das Vanille-Dessert.
Es kommt immer drauf an. Immer an den Schokolöffel denken. Wir starten mit einem Tikka Masala. Tikka Masala. Auf jeden Fall habt ihr den Preis gewonnen für das coolste Spießchen hier. Ne? Ja, danke. Danke. Ne? So will man so gleich mitnehmen. Tikka Masala. Das ist wirklich gut. Ja. Wirklich gut. Also für ein Produkt, was in 2 Minuten fertig ist, ungekühlt haltbar ist. Also muss es nicht in den Kühlschrank stellen. Wie lange hält das so? 18 Monate nach Produktion. Sehr gut. Da bringen wir einfach, also das Ziel war wirklich Restaurantqualität nach Hause zu bringen. Es schmeckt wie Vanille-Dessert. Solide. Jetzt mixen wir mal Vanille mit Schoko. Batz. Vanille mit Schoko. So, gib ihm. Boah, Schoko ist noch geiler. Da ist ein Löffel. Der Löffel ist nicht so geil, aber ist auch nicht deren Produkt. Bananencurry. Bananencurry. Okay. Cremige Soße. Kannst du kombinieren. Vor allem auf dem schönen Basmati-Reis oder sowas. Genau. Boah. Zauberst dir relativ schnell auch mal was Nices. Ne? Auf jeden Fall sehr gut. Ehrlich gesagt, sehr gute Sachen. Schmeckt voll lecker. Grüße. Grüße. Schmeckt auf jeden Fall. Ja, ist gut. Was hast du? Mango? Mango. Hier ist Stracciatella. Ist sein Favorite? Mega geil. Komm. Meiner ist Mango. Was sagst du zu Mango? Auch gut. Auch gut. Jetzt komm. Na, okay, dann probieren wir mal. Oh, jetzt müssen wir mal die. Jetzt müssen wir mal richtig die Männersorte. Jetzt holen wir mal richtig die Männersorte raus. Ja, jetzt die Männersorte. Schauen wir mal richtig hier rein. Damit wir auch einen stabilen Bizeps kriegen. Boah, meine Stimme wird echt tiefer, also, ne? Kommt richtig. Boah. Hey, Stracciatella, hat der Meister recht. Sehr gut. Das ist das Creamy Thai. Creamy Thai. Das hat eine starke Lemongrass-Note. Ja. Wäre sogar zu stark, aber es ist eine Geschmackssache. Ich genau, bin so, genau, das ist mir Geschmack. Persönlich, mir persönlich ist es manchmal auch ein bisschen zu matt. Mhm. Aber wenn du es dann wieder mit dem Reis siehst, dann puffert es auch wieder. Was kostet denn so ein Glas jetzt im Laden? 5,99. 5,99. Also ist quasi ein Essen für 2 Personen, 5,99. Genau. Ist man am Start. Ja. Ist gut. Ich hätte gern einen Hotdog. Ja. Mir wurde gerade von den Leuten Polish Romance. Ja, absoluter Bestseller bei uns, auf jeden Fall. Schmeckt's euch? Ja. Ja. Danke. Sehr lecker. Sehr lecker. Ich habe jetzt einen veganen Hotdog gegessen und ich bin sehr, sehr glücklich, endlich eine geile vegane Wurst gefunden zu haben. Ja, die ist richtig lecker. Warum? Was macht den so polisch? Da sind geschmorte Zwiebeln, Röstzwiebeln, Jalapenos, also so leicht pikant, aber schön deftig und ein schönes warmes Schmorgericht einfach für die Jahreszeit super. Sehr gut. So, wir haben jetzt hier den Polish Romance. Sieht auf jeden Fall nach einem soliden Hotdog aus. Den werden wir jetzt mal wegsnacken. Geil. Mmh. Sehr gut. Ja, da kommt ein bisschen die Schärfe. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Probieren wir mal die Schokolinsen. Weiter. Geht so. Wie kann man sein Produkt mit so einem Bild bewerben, Alter? Da laufe ich doch einfach weiter, mein Gott. Also, ich muss feststellen, sehr viel Süßzeug, so Kuchen, Riegel, Brotaufstriche und aber auch so Pasten so, ne? Und Alkohol. Was habe ich gesagt? Paste, Alkohol. Die Vegetarier haben auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Paste und Alkohol. So, meine kleinen Schleckermäulchen, das war's von mir und von der Veginale hier aus Berlin. Wenn euch die Veranstaltung gefallen hat, dann könnt ihr sie gerne auch besuchen. Vielleicht ist sie auch in eurer Stadt unterwegs. Das ist nämlich eine Veranstaltung, die ist unterwegs, die ist sozusagen auf Tour. Ich blende unten die ganzen Daten von der Veginale mal ein. Könnt ihr mal auschecken, ob die auch in eurer Stadt ist. Ansonsten kleines Fazit. Also wir waren ja hauptsächlich wegen dem Essen heute hier. Und wie erwartet war das Essen sehr gut. Also die Bowl war Hammer.
Wir hatten die Hotdogs probiert, die waren super lecker. Auch der Schokoladensekt war eine Überraschung, auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Die Virginale in Berlin hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da, einen schmatzigen Kommentar. Abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und sagt po, 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 bis zum nächsten Mal. Ja.